Gehen wir einfach den Weg hoch. Ach, einfach mal ein bisschen den Fasanen folgen, immer gut. Ein bisschen die Natur genießen. Den Weg. Ach, es erinnert mich wirklich an meine Kindheit. Wenn wir irgendwie in der Natur waren. Immer diese Frage, geht man auf dem Weg? Dann weiß man, man kommt an. Ich weiß nämlich, wir waren bei... What? Grelsgrab. Wir waren nämlich bei Verwandten zu Besuch und die hatten sehr viel Natur rumherum. Und dann war es immer dieses, wenn du den Weg gehst, weißt du, du kommst an, irgendwo. Da, wo man halt andere, wo viele immer ankommen wollen. Aber dann war da halt links und rechts auch viel Wald und so was. Und denkt man sich so, das ist doch viel interessant, wenn man weggeht. Und dann kam der große böse Wolf und hat alle meine Familienmitglieder gefressen. Dann habe ich gesagt, das wollte ich tun. So. Grelsgrab. Voll mit Efeu zu. Oh, wow. Aua. Ich wollte gerade dich herbeirufen. Warum? Wo warst du? Warum ist Grelsgrab denn jetzt plötzlich so eine Sauerei? Okay. Ja, ja, ja. Das schaffen wir nicht. Das meine ich. Sie greifen mich sofort an. Wir müssen also uns erstmal einen Schutz holen. Wo ist denn der Schutz? Magisches Schwert? Nein. Magieschutz. Ihr versteht, widersteht 14%. Ja. Volta, zweite Arten. Ja, muss ja, ne? Probieren wir das mal. Und wir essen natürlich. Ne, ernsthaft, warum kommt der nicht mehr mit rein? Das verstehe ich nicht. Lachs, nein. Und dann... Götterschild. Ne, wir müssen ja was machen. Oder? Ich könnte Felsenerbrandung machen. Dann sind wir kurz unverwundbar. Das ist doch auch was. Okay, probieren wir es. Nein, ich habe mich verdrückt. Bin fast tot. Boah, sind die schwer. Oh, wir haben es geschafft. Aber da kommt einer hinten und sagt, aber hab ich verpasst. Oh, kannst du einmal schaffen. So, geht doch. Oh. Ich helfe. Bump. So stirbt man also, wenn man verbrennt. Man fällt einfach nach hinten. Okay, wow, habt ihr es gesehen? Das war ja richtig ekelhaft. Was war das denn? Ich hatte überhaupt keine Chance. Irrlicht, Mana-Salze. Sind die einfach zu schwer? Too hard for me? Bin ich überhaupt nicht geschützt? Habe ich überhaupt keine Magieschutz? Scheinbar. Okay, weil ich schwere Rüstung anhab oder was? Diskriminierung. Aber wir nehmen es einfach mal, ne? Ja, komm. Ruger. Das war eigentlich recht gut. Wir machen's. Auf jeden Fall. Also das ist ein schöner Grab. Irgendwie. Besser als diese unter der Erde weggesteckt mit 50 anderen. Hier ist es irgendwie so. Ach, guck mal, du hast frische Luft. Kannst mit anderen Leuten so ein bisschen abhängen im Tod. Finde ich irgendwie schön. Von oben kommt Licht rein, Regen noch. Das ist eine schöne letzte Ruhestätte. Bis auf das alles schon geradet wurde. Weil hier traut sich natürlich auch jeder rein. Aber die Irrlichter, wieso haben die mich umgebracht und nicht andere?
Doch noch nicht alles geratet. Und hier ist Blut. Hier ist Blut. Hier ist Blut. Schaffst du. Ich glaube an dich. Alte Hohnpfeile. Okay, einiges abgeschlossen. Amulett der mächtigen Konstitution und Ring des Schatten. Schleichen ist effektiver. Alles schön, nehmen wir alles gerne mit. Guter Wein, mal Wein überhaupt, der nicht schon ausgetrunken ist. Der Wein ist bestimmt schon alt. Ich traue mich nicht weiter, muss ich zugeben. Die Irrlichter sind zu heftig. Und wieso kommst du nicht mehr mit? Ruger, ich verstehe nicht, warum du nicht mit durch... Habe ich irgendwas eingestaltet? Habe ich dich irgendwie... Ist es deine Einstellung? Bevorzugt Magie ausgeglichen. Offensiv. So. Weiß nicht. Der bleibt einfach vor der Tür stehen und sagt so... Ja, okay, ruf mich, wenn du mich brauchst. Ich ruf dich jetzt. Ich brauch dich. Es gibt kein Wenn. Es gibt nur ein Ja. Ja, Ruger. Ich brauch dich. Komm mit. I don't get it. Warum bist du... Warum kommst du nicht mehr mit? Hast du keinen Bock mehr? Nur weil ich einmal einen anderen benutzt habe? Ich habe es nur probiert. Das war einfach nur mal, um zu probieren, wie andere sich anfühlen. Du bist immer noch mein Liebling. Ach, wenn wir zu Hause sind, werden wir das Runenschwert einmal benutzen. So, lalala, hat keiner gesagt. Entweder ist es Feuerscheiße oder... Egal, musste ich einfach reinlaufen. Wer mag es nicht? Fühlt sich so gut an im Gesicht. Ich habe jetzt echt Angst vor Irrlichtern. Wenigstens haben sie sich selbst umgebracht. Also, nicht selbst, sondern sind am Blitz gestorben. Da hinten. I hate them. Okay, Ruger. Ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe. Ich könnte jetzt ein Feuerelementar rufen. Oh, ich habe nicht genug. Dankeschön. Ich helfe dir. Warte, ich helfe dir. So. Am I helping yet? So. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Flambis. Huh. Ich brauche jetzt immer was zu essen, Ruger. Jetzt brauchen wir erstmal was zu essen. Ich bin nicht sehr effektiv, was das angeht. Nein, 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 das wollte ich nicht. Fels der Brandung. Fels der Brandung ist schon nicht schlecht. Muss man ja sagen. Aber eigentlich egal. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen. Erstmal eine Brezel. Oh, bisschen spät. Jumpscare. Vostok. Ich muss ja trotzdem ein bisschen helfen, ne? So, gucken wir mal. Was hier so passieren wird. Ein Runengroßschwert. Ich nehme es mal mit. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, das könnte so eine bessere... vielleicht will das ja der Level 3 Kämpfer haben. Aber ich weiß noch nicht. Es ist so schön offen hier. Die Gegner machen das alles ein bisschen kaputt. So wunderschön. Aber es ist wirklich alles offen. Wir haben eine Party gemacht. Die haben gesagt, endlich frei, endlich weg von diesen blöden Menschen. Woo! Wir können ja einfach nur die ganze Zeit sein. Wir müssen nicht auf einer blöden, weiß nicht, Farm arbeiten. Immer den gleichen Scheiß sagen. Und wir müssen nicht Geld verdienen. Und nichts mehr essen und sowas. Kein roter Wahnsinn für uns. Lull.
Kruger. Pass auf. Okay, warte. Wir holen uns nochmal Licht. Alles gut. Das schaffen wir. Runenpfeil. Ein Irrlicht. Okay, da hinten ist noch eins. Hate it. Blöde Irrlichter. Okay. Aber wir sind ja auch nicht geschützt. Kommt mal her, Irrlichter. Oh. Da kommt er wirklich. Flambes. Huh. Direkt auf mich gegangen. Hey du. Oh oh. Ihr seid Geister. Eigentlich müsstet ihr es so schaffen. Aber okay. Ruger. Das wollte ich eigentlich nicht. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Asche durchsuchen. Geistertuch. Was ist denn jetzt passiert? War mal ein lautes Geräusch. Ach so, war das. War ich nicht mehr. Ist er nicht mehr Stehland? Wollen wir es mal angucken, wie das aussieht? Wartet. Guck mal, er sieht cool aus. Und. Na, okay, bis auf diese fucking Fresse, ey. Da würde ich nicht mit dem reden. Wir brauchen unbedingt eine bessere. Einen besseren Helm. Der ist wirklich hässlich. Oh. Sieht aus, als ob du schimmelst. Das ist wirklich sehr kurz. Lohnt sich das überhaupt? Das hat sie gefragt. Warte. Ich weiß ja nicht. Uga, sorry. Aber du hast gut. Hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Lass uns mal hier gucken. Wir speichern. Das war ja trotzdem recht gut. Wollen wir jetzt mal nicht rummeckern, ne? Da ist was. Ne, doch nicht. Doch nicht. Da ist doch was. Ja, jetzt, wo ich Licht angemacht habe. Ah, wofür ist Licht? Ich glaube, Licht ist Lichtmagie, ne? Also wäre jetzt logisch, wäre Lichtmagie bei Licht, weil dann muss man da natürlich Level höher gehen, damit es doppelt so lange hält. Und, oder die Hälfte kostet, dann können wir nämlich Level 2 nehmen. Ach, keine Ahnung. Na, Ruga, macht Spaß im Wasser. Wir gehen gleich ins Wasser. Erstmal wollte ich hier ein bisschen an der Seite gucken. Ich meine, wenn wir hier schon mal sind. Aber irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. Das Dungeon Design. Ha. Huh. Ist hier hinter was? Nope. Hätte ja sein können. So. Meine Blitzkutte, ey. Immer wieder am Retten tun. Mich. Grammatik. Das ist doch wie bei Skyrim, wenn man den einen Drachen, das eine Drachending bekommt. Ha, das allererste. Tutorial-Drachen. Drachenruf. Oder? Bisschen doch. Da. Eine leere Truhe. Geil. Eine massive Truhe. Warum ist da eine leere Truhe? Sind da Leute jeweils so weit gekommen? Um, naja, warum nicht, ne? Reinschleichen. Das ist dann, weißt du, die Geister hier, die schlafen auch manchmal. Einfach hier mal klauen und dann wieder raus. Okay. Charisma-Trank. Feuersalz. Ja, okay. Mein Gott, kann ich verkaufen. Oh, ein Silberring und Groschen und... Meh. Fingerfertigkeit lohnt sich jetzt nicht so sehr. Schlechter von Arg. 2. Okay. Schön für das Buch. Runenschwert des Feuerzorns. Das können wir dem anderen geben. Es sei denn, das ist besser als... Nee, deine Super-Axt ist mega, ne? Das wollen wir natürlich behalten. Runen-Großschwert könnten wir ihm geben. Was hat er gerade für eine Axt? Ich wüsste gern, wie stark die ist. Feuerzorn ist ja voll schlecht.
Ich komme hier nicht rüber. Oh Mann, oh, jetzt muss ich hier... Oh, jetzt muss ich einmal ganz rum. Oh, so scheiße. Ja. Komm nicht her. Warte. Jetzt kann ich die Truhe von hinten öffnen, ey. Alte Kristallmünze. Zauberbuch Eispfeil 2. Fokusdiadem. Alte Kristallmünze. Runenschild des Magiebrechers. Und Schlammelend. Oh, wollen wir mal gucken. Also wir haben Fokusdiadem. Jo, kostet weniger. Das ist eigentlich ganz gut. Und ein neues Schild. Nämlich Runenschild des Magiebrechers. Ah. Magieresistenz 15. Das macht sogar thematisch Sinn und alles. Für nur ein weniger. Und das können wir verbessern. Ja, na dann. Nice. Viel besser. Oh, da freue ich mich jetzt richtig. Hört man vielleicht nicht so raus, aber da freue ich mich richtig. Nice. Bin bloß gerade überrascht, dass es mal was Gutes gibt. Jetzt als nächstes bitte einen hübscheren, besseren Helm. Ich mag meinen Helm. Ne? Schwere Rüstung ist verbessert und bla bla bla. Aber ein bisschen jetzt einen cooleren, der auch mal aussieht wie etwas. Und Zauberbuch haben wir alles. Lime. Aber besseres Schild. Guck mal. No. Ich will doch nur dein Schild mal angucken. So. Irgendwie leuchtet das nicht. Aber das sind 15% Schutz gegen Magie. Das ist sehr, 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 sehr nice. Wie man gerade gesehen hat, war das nämlich das große Problem, das wir hatten. Da ist noch Münzen. Wenn ich die wegnehme, kommt da jemand raus. Was machen denn alte Kristallmünzen? Und wo sind die? Hier? Alte Kristallmünzen. Ha, sehen hübsch aus. Kann man da irgendwie Blackjack mitspielen oder so? Interesting. Da oben geht's hoch. Trau mich noch nicht hoch. Erstmal gucken wir hier. Zweihandkampfgeselle und mittlerer Rucksack. Ein bisschen. Hätte ich hier schon früher hingemusst? Trau mich hier nicht runter zu springen. Okay, bis gleich. Weil ich glaube, bei Skyrim war was versteckt. Bei so einem ähnlichen Ding. War eine Truhe. Okay, hier nicht. Ist gut. Lass uns weitergehen. Wir können hier nochmal ein bisschen gucken. Den Pilzen. Und ob hier hinter vielleicht was ist. Ah, da ist sogar was. Da ist sogar was. Uga. Geil. Eine kleine Schatulle. Ob da wohl wieder eine Schaufel drin ist. Ring der Veränderung. Und schwere Rüstung ist um 17 verbessert. Um 17. Warte mal, was haben wir gerade? Warum können wir nicht mehrere Ringe tragen? Das ist so dämlich. Warum können wir nur einen Ring tragen? Wir haben nämlich... Blockt 11% mehr Schaden. Ja, aber wenn wir dauerhaft immer besser blocken und so. Also, blocken ist super. Aber Ring des Turms, 17 schwere Rüstung plus. Ja. Ich würde mal sagen, wie viel Schutz ihr aus Eisen- und Stahlrüstung bezieht. Schwere Rüstung unterliegt des Hüters. Ja, hallo, wir haben 67 jetzt. Nice. Was für ein... Gut, dass wir hier reingegangen sind, Ruger. Ich hätte nämlich fast gesagt, nee, wir sollen hier noch nicht rein. Das ist noch zu schwer. Aber nein, wir haben es geschafft. Mit Rugers Hilfe und meinem cleveren Kurz... Wie ein Gepard, ne? Man muss nur einmal ganz kurz schnell sein und danach ist man raus. Ist wirklich so ein bisschen. Hier ist nicht mehr, er ist nicht mit Ausdauer, sondern einfach nur mit Haure weg. Und sei besser als die anderen für den Moment, bis ihr sterbt. Ah! Ich wollte hier auch nochmal gucken. Manchmal fehlt mir die Übersicht. Aber habe ich das FOF doch hochgemacht. Okay.
Dann schauen wir mal, was sonst hinten erwartet. Ich habe ein bisschen Angst. Geheimgänge. Fallen. Mutti. Bin besser geschützt. Hallo? Ah ja. Huh, sowas kann nach hinten losgehen, ne? Wir müssen das ja wieder auf die 2 machen. Uiuiui. Winterhaut. Was war noch Winterhaut nochmal? Ich hab's auf 6 gemacht. Was war nochmal Winterhaut? Ja, stimmt ja. Länger. Und auf Eis. Das ist stärker. 16 Punkte. Aber wir mögen unsere Blitzkutte, weil wir auf Blitz gegangen sind. Also so gesehen. Hallo? Bösewichte da unten? Da unten liegt aber was. Also es geht also doch noch weiter. Das war's noch nicht. Nein. Warum habe ich gedrückt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Wir kommen da gleich nochmal raus, keine Sorge. Erstmal, denn wahrscheinlich die Telekinese, ne? Oder gibt es hier einen... Warte. Gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit, das zu öffnen? Ansonsten Telekinese... Aber wir können es nicht... Ich weiß nicht, ob Telekinese funktioniert, wenn man es nicht... Wenn man es nicht sieht. Also wenn man nicht dran... wenn man den Namen nicht sieht, meine ich. Probieren wir es mal. Ha. Wo habe ich Telekinese? Ich vergesse es immer wieder, Leute. Tut mir leid. Es ist so seltsam. Da. Doch. Oh, dann können wir viel mehr machen. Das heißt, zur Telekinese können wir Sachen... Der pyräische Helm. What the fuck? Mit Telekinese kann man ja Sachen sehen, die man vorher nicht gesehen hätte. Das macht ja voll Spaß. Boah, oh nein, jetzt muss ich Telekinese überall ausprobieren oder was? Noch irgendwo? Bin ich da gerade durchgefallen? Das macht überhaupt keinen Sinn. War das alles oder gibst du mir noch mehr, du lieber Toter? Wurde hier reingeschmissen und ist dann verhungert oder was? Ein pyräischer Typ. Gucken uns die Sachen gleich an. Aber das war's scheinbar. Aber nice. I love Telekinese. Super geniale Idee. Also toll, toll, toll. Wir haben pyräische Sachen. Gucken wir nochmal. Also. Pyräische Handschuhe. Meh. Aber die behalten wir, oder? Können wir sie nicht abgeben? Oh, sieht cool aus. Samurai-mäßig, ne? Für leichte Rüstung sieht das cool aus. Für einen leichten Run vielleicht? Leicht? Ja, behalten wir einfach für eine Fashion-Show. Wenn wir pyräische andere Sachen noch haben. Ich weiß nicht, ob wir es verkauft haben. Meistens verkaufe ich so besondere Sachen ja nicht. Aber... Vielleicht bin ich auch manchmal unaufmerksam. Manchmal. Aha. Sind wir wieder nachts. Sollen wir hier runter, oder was? Ah, nice, danke. Ich liebe das. Also das hätten sie, als sie, da bin ich ja auch so enttäuscht von Skyrim, als sie die 10-Jahres-Jubiläums-
Super Special Edition, wie gesagt, habe ich mir extra alles gekauft und so, weil ich es unterstützen wollte. Und es ist einfach nicht so, also sie haben es besser gemacht, hübscher und sowas, und dass es besser läuft. Aber sie hätten halt viele Sachen dazu packen noch können. Also noch, ich kann nicht reden. Und das ist zum Beispiel eine super Idee. Solche Eispranken machen einfach, dass du überall hinläufst und so ein bisschen dich freust immer wieder und geleitet wirst und so. Also, und sie hätten die Menüs und sowas verbessern können. Und da ist ein Bär, ist der lebendig oder tot? Und das ist natürlich ein bisschen schade. Dass das nicht wirklich passiert ist. Sondern einfach nur, sie waren sehr faul. Ja, ja. Ruga, bist du voll reingelaufen bei mir, ne? Und deshalb denke ich mir dann so, ihr wollt noch mehr extra Geld, verstehe ich. Aber ihr habt nicht wirklich was reingepackt, ne? Waren wir hier nicht schon? Nee, auf der Seite waren wir noch nicht. Ah, jetzt gehen wir wieder im Dunkeln hier. Oh Mann, I hate it. Oh, hi. Machst du das? Tschüss. Wir werden dein Grab aushöhlen, keine Sorge. Ein Runenschwert und noch mehr, okay. Ah, da ist die Ark. Eifersblüte. Ah, oh, zum Glück habe ich meine Schaufel. Naja. Nein, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und viele sagen dann so, nie zufrieden, bla bla bla. Aber soll man dann zufrieden sein mit so, nach 10 Jahren, dass sie da nicht gesagt haben, wir fragen mal die Fans, was die so gut finden. Oder die ganzen Mods, die beliebtesten Mods gucken wir uns an. Und wenn es dann sowas gibt wie, und die besten können wir dann da einbauen. Weil was ich gesehen habe, ist, eigentlich habe ich bezahlt extra für mehr Häuser. Okay. Und ein neue Gegnerart, was ich toll finde, dass es mehr Gegnerabwechslung gibt, aber eine nur. Und viel Ausrüstung, wo ich gedacht habe, naja, ne? Und ich erwarte ja nicht mehr Inhalt an sich. Also nicht mehr, ich verstehe, wenn sie sagen, wir können nachträglich keine Quest machen und sowas. Die Sprecher haben wir auch nicht mehr. Obwohl, da könnte man ja auch ein bisschen vielleicht mit den Fans zusammenarbeiten oder sowas. Es gibt immer Möglichkeiten. Und es gibt, glaube ich, 2 oder 3 neue Quests auf Englisch aber nur, was sehr seltsam dann rüberkommt, glaube ich, wenn man die deutsche Version spielt. Es ist alles so, meh. Und anstelle dann zu sagen, wir machen einfach das Skyrim, was sowieso schon so beliebt ist und toll und toll und toll und beliebt, dann machen wir es noch besser, indem wir alles, was so ein bisschen doof war, machen wir besser. Also optimieren. Man hatte doch jetzt über 10 Jahre Zeit, daran zu arbeiten. Naja, ich bin immer noch einfach sauer. Wenn wir Teilbahn eines alten Volkes, dann na, Teleport nach Hand. Runenstiefel. Ha. Interesting. Gucken wir gleich mal. Und ein Schädel. Ja, nehmen wir mit, damit er noch ein bisschen was sehen kann von der Welt. Also hat jemand Blumen gepflückt und hingepackt? Wieso Blumen pflücken? Das ist dämlich, finde ich. Aber wir haben hier Set des Rattenfängers. Ah, lohnt sich das? Weil das ist nur 16. Wir müssen echt mal neue. 23. Wir haben schon lange kein neues Set mehr. Das macht mich ein bisschen traurig. Rattenfänger da. Verbessert schwere Rüstung um 5 Punkte. Und Rattenfänger. Haben wir nur 2? Oh. Jupp. Mist. Dann ändert das ja nicht viel. Muss ich zugeben. Set-Bonus 1 ist nämlich das. Was ist das? Griff des Rattenfängers. Achso, ja. Set des Rattenfängers.
Blockt mehr Schaden mit. Ja. Schnelle Schritt des Ratten verbessert. Ja. Ja, mal schauen. Ich würde gerne mal einen anderen Z-Bonus ausprobieren. Aber. Ich weiß nicht. Ist ein bisschen schade drum. Ach komm, die Blumen. Das verstehe ich einfach nicht. Warum Blumen pflücken, um dahin zu packen? Dafür müssten also Blumen sterben. Ah, hier sind wir. Ah. Da hinten ist die Burg. Ist das die Burg? Ist das die Burg? Nee, ist eine andere Burg. Welche Burg ist denn das da oben dann jetzt? Wir haben noch eine Burg. Ich würde es aber auch. Wäre ich so ein alter Fürst. Oh, da unten ist ein Troll. Hallo. Tschüss. Wäre ich so ein alter Fürst und hätte ganz viel Geld, ich würde auch meine Burg ganz oben sicher am besten irgendwie aufbauen. Es muss einfach nur geil sein. Es sieht gut aus. Es ist imposant, angeberisch, aber auch cool, dass du den Überblick hast. Es ist sicherer. Du musst ja dann, wenn du irgendwo im Wald bist, können von allen Seiten immer alles möglichen Viecher angreifen. Aber so bist du viel sicherer. I like. Gut. Ruger. Dann. Im Dunkeln ist immer so eine Sache, ne? Ich würde gern, aber wir bleiben vielleicht mal auf der Straße. Weil. Da oben geht's hoch. Ja, ich höre die Wölfe. Wollen wir hier lang gehen? Von hinten nach zu Ark. Also bleiben wir auf der Straße jetzt mal. Wir sehen Ark ja auch schon. Also wissen wir. Oh! Ein Reisender. Oh nein! Und mittlerer Rucksack. Haben wir schon. Oh. Arme Reisende. Danke für deine Opfergabe. Oh. Sind da die Bösewichte, die Rasende umgebracht haben? Scheinbar schon. Los geht's. Ja. Hey du. Ja, sie arbeitet weiter. Das ist immer super, wenn sie noch weiter. Oh, Beine breit. Hallöchen, da ist sie aber einladend. Aber ich bin nicht nekrophil, Ruger. Nur mit dir, wenn du möchtest. Keine Antwort ist auch eine Antwort. So, was hast du denn hier so? Lederhaut, menschliches Herz, ein Runenbogen. Nehmen wir mal mit. Ein Runenschwert und Pfeile. Wie spät ist es denn überhaupt? Ach, abends noch. Haben sie noch abends ein bisschen. Ich wollte eigentlich mal hier eine runterhauen. Hab mir gedacht, aber was ist, wenn sie gute Sachen haben? Ah. Das wäre doch schön, wenn man einen zurückschlagen könnte. Aber das wollen wir ja eigentlich gerade nicht. Weil, ne? Die hat hier richtig schön gearbeitet, weißt du, und sagt, nein, lass mich jetzt erstmal meine Sachen fertig machen. Wie die bösen Wichte einfach am Arbeiten sind. So, wo ist denn jetzt der andere? Hier? Jo. Blutiger Schädel. Ja, komm. Kann eigentlich nicht sein. Es sei denn, er wurde richtig von Ruger in eine reingehauen. Runenschild. Haben wir das Bessere. Lohnt sich das mitzunehmen? Wir haben noch Runenstreitkolben. Wir müssen an Geld denken. Denk dran, die Meistersachen. Uff, 1000 pro Level. Apropos, wir haben so viele übrig. Haben wir irgendwas? Schlösser knacken Lehrling. Ah, können wir nicht mehr. Alchemiegeselle. Verzauberung. Haben wir noch die 3. Nein! Verzauberung, Geselle, komm. Einfach aus Prinzip, weil wir was lernen wollen. Dann Fernkampf, Geselle. Ja, Lichtmagie. Wir sind nirgends wirklich gut.
Schleichengeselle. Ist das traurig. Ist das traurig. Ja, dann wisst ihr was, dann freue ich mich halt darauf, die ganzen Punkte für was auszugeben, was wir wirklich haben wollen. Pö. Pö. Was? Chimicum, Feuerclown, Unsichtbarkeitstrank. Hättest du mal benutzen sollen. Das kennen wir doch irgendwie. Das ist irgendwie genau das, was die anderen in ihrem Geheimfach versteckt haben. Warum Müll im Geheimfach verstecken? Ist das so ein Ding, so ein psychologisches Ding? Aber nee, das macht ja keinen Sinn. Wenn du sagst, also einige machen das. Es gibt zum Beispiel früher schon, und das ist ja irgendwie auch clever, das ist so extra und dann ging es irgendwie nicht, weil es viele gemacht haben. Ich glaube, daher kam auch hinter dem Bild und so, dass Reiche ein Safe hatten und im Safe haben sie aber zwar Geld und so, aber nicht so wirklich wichtige Sachen, sondern einfach nur so, ne, das war für Leute, die einbrechen. Wieso bin ich fast tot? Wer hat mich da jetzt so doll getroffen? What the fuck? Und aber die wirklich wichtigen Unterlagen und sowas haben sie irgendwie hinter einem Bild versteckt oder sowas und in einem Buch. So, dass es einfach das Ablenken war. Und ich bin echt nicht mehr so gut, fällt mir mal so auf. Eieieiei. So, bisschen Krustenbrot. Ernten. Ein paar Groschen. Ich hätte auch schlafen können, ich weiß. Aber doch nicht hier bei diesen widerlichen. Wenigstens haben sie getrennte Betten. Ich finde das überhaupt nicht gut, wenn sie gemeinsam schlafen, obwohl sie nicht verheiratet sind. Silber Stahlschwert, ein Eisenbarren und Diebestunika. Ja, komm. Ne, haben wir sowieso bald. Diebeshandschuhe. Beschriftetes Papier. Diese blöde Schrulle dachte tatsächlich, dass wir sie am Leben lassen, wenn sie uns ihr Versteck für Schmuck verrät. Wie sie doch gebettelt hat. Wow. Angeblich sei südöstlich ein Eisbruch in die Schlucht gehauen. Verlorene inklusive. Wenn Kritos nächste Woche kommt, machen wir uns auf dem Weg zum Eisbruch. Südostöstlich ein Eisbruch. Okay, warte. Südöstlich. Ah, da ist die Frostpassage. Da machen wir doch mal hin. Da ist ein Eisbruch und da hat sie ihre Sachen versteckt. Die Reise ist aber auch sehr seltsam. Wieso versteckt sie denn am Eisbruch mit Verlorenen ihre wertvollen Sachen? Naja, muss sie wissen, Frauen, versteht ihr einer? Und wirklich, habt ihr die Schrulle einfach umgebracht und dann am Weg liegen lassen? Wie, dann werfe ich die doch runter, dann werfe ich doch hier den Abgrund runter. Total bescheuert. Ach, zum Glück sind sie tot. Blöde psychopathischen Mörder. I hate it. Malachiterz. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht, oder? Das erste Mal. Hier, guck mal. Da Leute runterschmeißen. Das wollte ich bei Skyrim mal dann später machen. Einfach, wenn man den Schrei hat, diesen Wegstoßschrei. Und dann... Das kann man auch bei Hogwarts Legacy machen. Wow! Und dann fliegen sie da runter. Voll lustig. Finde ich. Ich weiß nicht, das ist immer was anderes. Als immer nur, ne? Das, was wir jetzt gerade machen. So. Warum wird es jetzt heller? Wenn wir Mitternacht haben. Macht das Sinn? Nicht wirklich. So. Ruger. Hallo. Bleib bei mir. So, da sind wir wieder. Nichts ist passiert. Alles bleibt so, wie es war. Das stimmt nicht. Ich finde das immer gut, wenn wir ein paar Bösewichte umbringen. Weil die sind dann weg. Da müssen erst wieder neue Bösewichte erscheinen. Weil nicht jeder wird böse. Sonst ist ja keiner böse, wenn alle gleich böse sind, oder? Dann sind ja alle böse. Also, ihr wisst, was ich meine. Und daher, da haben wir jetzt drei Mörder umgebracht. Und dann kommt der andere dahin später und findet die und denkt sich, nein! Und er hat noch nicht mal, er weiß noch nicht mal, wo die Sachen versteckt sind, weil wir die Notiz mitgenommen haben. Oh. Eieieiei.
Das mit dem Eis. Nachts ist aber sehr gemütlich, finde ich, im Winter durchs Eis und Eis und Schnee. Nachts. Ach, super schön. Da unten waren wir da. Ich glaube, hier war Gold oder so, ne? Ich glaube, da war was Gutes. Ach, das sieht wieder aus wie ein Überfall. Nein. Ist das eine Bushaltestelle oder was ist das hier? Okay. Silberstahl-Großschwert. Made? Nein. Das ist nicht gut genug. Einzelteile, Zauberbuch. Haben wir alles schon, aber trotzdem. Immer gerne mit. Warum liegen hier Zauberbücher? Man kann Holz hacken. Manchmal, nach dem ganzen Lernen von Zaubern, möchte man einfach ein bisschen Holz hacken. Um die... um Aggression abzubauen. So. Oh nein, da sind die schwereren Gegner. Okay, wartet. Ich erinnere mich. Hey, 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 hey. Boah, ist der riesig, der Hund. Meine Fresse, der ist jung. Und verschwindet. Es war alles nur eine Illusion, Ruger. Ah. So, wir müssen jetzt hier irgendwie rüber und dann rechts. Ist das da, wo wir schon mal waren, bloß von der anderen Seite? Das könnte gut sein. Ist hier die Eisspalte? Oh mein Gott, da ist ein Mammut. Da sind zwei Mammut. Und da ist irgendwas Großes oben. Das sieht total cool aus, da will ich hin. What the fuck? Was ist das? Was ist das, Ruger? Das sieht aus wie so ein... sehr Fantasy. Sehr Fantasy gerade. Wow. Das ist zu weit weg. Und ich glaube, zu schwer. Lass uns einfach runtergehen. Oh nein, da will ich unbedingt hin. Suchen wir erstmal die Ritze-Spalte von der Frau. Oh. Hallo, was wollen Sie? Ich will die Spalte der Frau. Okay. Wissen Sie, wo die ist? Ich weiß jetzt nicht, wie man das nicht wissen kann. Na, irgendwo da, wo es kalt ist. Also kalt jetzt nicht unbedingt. Das wäre nicht gut, wenn es kalt ist. Doch, da sollen Verlorene drin sein. Oh. Da sind Verlorene. Da sind mal einige. Ah. Wenn jemand schießt. Danke. Ah, hier. Verloren, ne? Eisbruch! Oh. Da habe ich einen Pfeil reinbekommen. Die sind wohl ein bisschen zu schwer noch. Nein, ich habe nicht gespeichert. Ach komm, den will ich noch machen. Komm. Komm, Ruger. Den machen wir jetzt noch. Kuckuck. Meine Fresse. Und, geht er wieder weg? Diesmal verschwindet er nicht. Okay, Ruger. Das wird ein Problem. Wir schaffen es also nicht. Ah, müssen wir hier warten, bis der Bus kommt. Wir können versuchen, runterzuspringen. Besser gesagt, zu klettern. Ach komm. Hui, Ruger. Wir sind nicht müde. Wir sind voller Lebensdrang. Deshalb gehen wir einen anderen Weg. Hui. Aber wir wissen, wo der Eisbruch ist. Aber es macht keinen Sinn, dass sie da was versteckt hat. Wie? Hat die einen Pakt mit denen? Hey, könnt ihr bitte auf meine Schmuckkästchen aufpassen? Aber natürlich! Liebe Reisende,
Wenn jemand kommt, töten wir sie. Ah, das ist voll nett von euch. Dankeschön. Später wieder Party bei dir am Wochenende? Ja, natürlich. Yay! Du bist die beste Reisende, die wir jemals gesehen haben, getroffen haben. Und das sagen wir nicht nur, weil du Partys machst, sondern weil du echt Knorke bist und toll. Ah, vielen Dank, das bedeutet mir viel als Reisende. Und das bedeutet uns auch viel als verlorene Untote, dass eine Reisende wie du so nett zu uns ist. Ah, nee, ich muss gleich weinen. Ich auch, hätte ich noch Tränen drüsen, dann würde ich auch weinen. Oh mein Gott, Richard. Oh, Reisende. Und jetzt ist sie tot. Und jetzt kann sie auch, ist sie auch tot und kann auch eine werden. Von da oben haben wir runtergeguckt, glaube ich, ne? Ja. Aua. Egal, ich habe was gegessen und dann kann ich mir ruhig mal ein Bein brechen. Mama, ich habe mein Bein gebrochen. Hier ist eine Brezel. Ach, mir geht's schon viel besser. Du siehst mich gar nicht. Bin voll Ninja-mäßig versteckt. Ich hab's geschafft, aber wir sind Arknor-Tor. Mussten uns nicht mal irgendwie beamen. Hallo? 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 Guten Abend. Ja, guten Abend geht doch. Guten Abend? Ja, okay, stimmt. Stimmt sogar noch. Halaschera! Da sind wir wieder in Ark. Dann wollen wir doch mal, wenn wir sowieso dabei sind, dann machen wir mal diese hier. Nein, nicht Konstantin. Das hier wollten wir machen. Das Metfass im Adelsviertel. Weil es ist dunkel. Das sollten wir im Dunkeln machen, habe ich das Gefühl. So was Illegales. Das Gefängnis. Da waren wir, glaube ich, mal, ne? Und zur Bank müssen wir ganz dringend... Messer. Weil sonst müssen wir zurück und da den Schlüssel klauen. Das geht nicht anders. Leute. Krieg verloren. Oh, und Chaos kommen überall. Alle aus. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Ist interessant, dass sie um Mitternacht hier. Aber dann könnte man während sie in der Kirche sind, ja alles ausrauben, eigentlich, ne? Oh, warum finde ich jetzt nicht? Ein Schnelllauf. Ja, ein Schnell. Ach, egal. Hä? Oh, habe ich ganz vergessen. Nee, hä? Kopfgeld entgegennehmen. Wow. Wer hat noch ein Kopfgeld? Ich hab vergessen. Pack-Pack gesucht. Gerüchten zufolge haust in den Grimmlichtstollen momentan ein Troll namens Pack-Pack. Natürlich, Gerüchte haben immer recht. Laut dem Kopfgeldbrief wurde dieser von abtrünnigen Apothekari gezüchtet. Die planen ihn auf das endralierische Bauernvolk loszulassen. Warum auch immer. Level 3. Upsi. Ja, da. Bevor die alle nach Hause Grüße. Kommen. Grüße. Tschüss. Es funktioniert einfach nicht, Meister. Egal, wie sehr ich es versuche. Wo, was kommt jetzt? Richtig. Und genau das ist das Problem. Du, mal fast zum Gruß, Messer. Kann ich euch für meine erwiesene Bücherauswahl begeistern? Das war auch etwas kryptisch. Hier gibt es eine Geschichte. Lesung von Magisterin Daya? Ich denke schon. Ihr meint die, die sie ein paar Tage vor der Sache mit Magister Jero hielt? Ja, die meine ich. Erinnerst du dich noch daran, wie sie die Wirkungsweise der Magie in diesen Gefilden zusammengefasst hat? Das Geheimnis, wenn du so willst. Wartet. Sie sagte, der Schlüssel zum Wirken von Magie liegt darin, dass... Guck mal, sowas gibt's, ne? Aber Kinder können nur zwei Sachen sagen. Schwarzenwächter, ich weiß es nicht mehr, verzeiht mir. Sie sagte, das Geheimnis der Magie liegt darin, Möglichkeiten dort zu sehen, wo sie vorher im Verborgenen lagen. Ja, so habe ich es geschafft. Verstehst du diesen Satz, Tullius? Tullius. Magie funktioniert, weil wir Arkanisten die Welt anders wahrnehmen, als normale Menschen es tun.
Wir beschwören den Feuerball nicht. Die sengende Luft, der Rauch, all das ist in einer von den Abermillionen Möglichkeiten, die das hier und jetzt annehmen kann, schon dort. Alles, was du tun musst, ist, ja, die stimmt. Richtige davon zu erkennen. Und das hat der eine auch erzählt. Wenn ich sage, dass dein Fehler ist, es zu versuchen. Was du für das Wirken des Zaubers benötigst, war schon immer hier, ist es noch und wird es immer sein. Du musst nur derjenige sein, der aus dem endlosen Meer der Möglichkeiten die richtige für sich nutzt. Die Schriftrollen, die Handzeichen, all das sind nur Mittel, die dir helfen sollen zu sehen. Und jetzt sieh her. Geschafft. Bei Malfas. So. Verstehst du nun? Die Fontäne war bereits hier, nur in einer anderen Realität. Was ich getan habe, war lediglich, sie in unsere zu holen. Bett. Ich glaube, ich verstehe. Ich nicht. Wenn das bereits so wäre, wärst du ein begabterer Schüler, als Ordensführer Arantheal selbst es zu Zeiten seines Noviziats war. Aber du wirst es verstehen. Mit genügend Fleiß und Ruhe. Und jetzt komm, wir sind für heute fertig. Du hast dich wacker geschlagen. Jetzt darfst du kommen. Das ist ja wie im alten Rom. So, Griechenland eher. Gut. Ah, da drüben. Na, die haben wir natürlich noch, müssten noch aufhaben, ne? Fetten Leo. Kann ich das nicht vorher klären mit dem Typen? Ich speichere mal richtig. Laber nicht, laber nicht. Woo, woo. Hey du. Mal fast zum Gruß. Nee, ich brauch keine. Oh nein, ich kann nicht mal ihn warnen oder fragen, wie seine Seite ist. Ein guter Jahrgang. Okay. Das wird dein letzter Jahrgang sein. Okay, ich mach's einfach mal, ne? Wollt ihr das Metfass gegen das Essigfass tauschen? Ja, gibt ja keine andere, ne? Das war aber nicht klein. Was? Wer seid ihr? Und was habt ihr mit dem schönen Fass gemacht? Das geht euch nichts an oder tja, erwischt. Das geht euch nichts an. Das finde ich aber nicht nett von euch, was ihr hier macht. Aber ich glaube, heute ist euer Glückstag. Für 50 Groschen vergesse ich, was ich hier gesehen habe. Guck mal, beim anderen könnte man jetzt wieder. Bei anderen Spielen, da wäre er nicht besoffen. Nee, eigentlich gibt es gar kein Spiel, das so gemacht. Außer. Nee, mir fällt gerade so auf. Heutzutage noch weniger, weil das wäre dann wieder Triggering. Wenn er jetzt irgendwie sagen würde, wenn das in so ein Sexspiel wäre, dass er sagen würde, ich kann ja drüber hinwegsehen, wenn. Also so ein bisschen. Aber nein, es gibt nur Totschlag oder gib mir Geld. Eigentlich doch blöd, oder? Könnte man ja auch machen. Man muss ja nicht alles zeigen, so einfach nur. Am Ende steht dann, du warst eine Schlampe. Tut mir leid, aber ich bin pleite. Ich gehe dann mal. Angreifen, falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Tut mir leid. Na schön, aber wehe, ihr versucht mich übers Ohr zu hauen. Ach, Cielo. Oh, Mano. Einfach nicht drauf antworten. Naja, ich gehe dann mal. Ich dachte, ich kann rhetorisch irgendwas machen, muss ich zugeben. 50 ist nicht viel. Also 50 ist wirklich überhaupt nicht viel. Ich gehe dann mal. Was? Das ist aber nicht nett von euch, gar nicht. Ihr werdet schon sehen. Ich könnte es ihm geben und einfach wieder beklauen.